Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Leute, ich glaube, für mich wird's Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Anna kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut. Bieg da vorne rechts ab. Sind da. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass sie uns nicht ignorieren können. Dann schütten wir mal Chaos. Kann dir jemand die Sichtung einiger Zielfahrzeuge in Eden Shores bestätigen? Du willst eine Bestätigung? Hör dir das an! Okay, ich schicke Einheiten raus. Habt ihr das gehört? Sie kommen! Okay, Rivera, das könnte lustig werden. Diese Arschlöcher drehen vor dem Revier Donuts. Wir sind gleich vor Ort. Die schnappen wir uns. Okay, wir haben sie. Führen wir die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt. Ziele fahren Richtung Süden. Wir sind dran. Dann hauen wir mal wieder ab! Zentrale, wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehreren Vorfällen nach. In Rockville, Edgewood, Sandino Ranches, quasi überall. Hört ihr das? Es klappt! Verfolgung geht mir langsam auf die Nerven, also schickt bitte sofort die Crew hier raus. Hey Mann, sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir, fürs Erste. Komm schon, gehen wir nach vorne. Denkst du, deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Die haben ihn doch zurückgegeben, oder? Verstärkung ist unterwegs. Wir müssen in Führung gehen. Wir kommen jetzt zum Spaceport. Oh ja, da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Ich erkenne dich echt nicht wieder. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Wir müssen diesen Scheiß beenden. Wer will näher an die Rakete ran? Ha! Ich mag dich, Rivera. Ich hoffe nur, das Ding zündet nicht gleich. Wow! Shit! Ich
Verkehr. Okay, Zeit zu verschwinden. Muss ich hier echt alles alleine machen? Schickt noch ein paar Einheiten raus, falls welche verfügbar sind. Verdächtige verlassen den Spaceport. Westliche Ausfahrt. Na, das ging ja schnell. Anna, wenn Sie noch mehr Cops schicken, schaffen wir es nicht. Sie sind fast da. Na. Ich habe hier eine Zielperson, die mir hilft. So nicht, Freundchen. Ich brauche ein paar Infos. Unter was für einem Fahrzeug sind wir her? Es ist ein Lamborghini Countach. Verfolgungsmodus aktiviert. Wir können durch der Party gerne anschließen. Wer den Ruhm will, muss ihn sich nehmen. Ich glaube, wir haben genug Cops im Schlepptau. Führen wir sie zu den Docks. Zentrale, wir haben die Racer bei den Docks verloren, aber was anderes gefunden. Das hier ist eine Riesensache. Schickt sämtliche Einheiten her. Verstanden. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas, dann wird bestimmt niemand enttäuscht sein. Wechsel auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Die Bastarde haben uns direkt hierher geführt. Shit! Wir hauen ab? Zu spät. Ich hoffe nur, er ist weg. Wir sind gleich da, wo die Trucks gesehen wurden. Also dann, passt auf euch auf. Wir haben es geschafft. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Nichts Gutes. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? In dem Wagen kriegen wir die Cops nie. Kann sein. Wir aber schon. Los! Ich hätte wissen müssen, dass ihr zwei dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung gehen lassen. Ich warne euch, lasst es sein. Vergessen Sie es, Lieutenant. Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir sie. Ihr glaubt, ihr könnt ihn aufhalten? Officer Torres, das ist der Plan. Irgendwelche Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Schließ auf, sonst verlieren wir ihn. Lass ihn nicht entkommen. Das geht nicht gut für euch aus. Anna. Spaß dir einfach. Wir werden nicht aufhören, ihn zu jagen. Ich weiß. Seid einfach vorsichtig. Ich warne euch nicht nochmal. Lasst es sein. Schreib's auf die Liste.
Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva. Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der High-Speed Task Force tot ist. Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mercer dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja, du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Icha. Mira benga paka. Komm mir tranquila. Nein. Na komm, komm her. In der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen! Sorry! Hey, durch eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice! Drehen wir eine Runde? Logisch! Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Die League hat dir ein kleines Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Ich freue mich schon drauf, wieder einen echten Racer in diesem Klassiker zu sehen.